Bin ich schon wieder zu klein. Jetzt. So, ja, danke schön für diese tolle Ansprache. Jetzt kommt die Joelle. Und Joelle hält sich kurz, hoffentlich. Das ist jetzt nicht meine erste Demo, die ich besuche, aber es ist die erste Demo, an der ich was zu sagen habe. Und zwar habe ich in letzter Zeit auf sämtlichen Demos viele Argumente gegen die Maßnahmen gehört, viele Gegensprüche, also sinnfreie Sachen, die irgendwo verpflichtend in die Welt gesetzt werden. Was mir total fehlt, ist die Aufklärung der Menschen, die in den Medien, im Mainstream gefangen sind und vor Angst wie gelähmt zu Hause sitzen. Menschen, die nicht vor die Tür gehen, die nicht in die Fußgängerzonen gehen, die nicht einkaufen gehen, weil sie Angst haben, weil sie Angst vor der furchtbaren Erkrankung. Nein, geht nicht, doch geht. Also Angst vor diesem Virus haben. Aber nichts, wenn sie wollen. Hallo, hallo, geht wieder. Gut, also nochmal. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Ich habe schon kein Konzept, jetzt habe ich gar keins mehr. Also, es geht darum, die Fußgängerzonen, die leer sind, die Menschen, die nicht mehr einkaufen gehen. Ich sehe aber da zwei Arten von Menschen. Die einen, die von Angst gelähmt zu Hause bleiben, und die anderen, die keinen Bock haben, mit einer Maske in ein Geschäft reinzugehen. Dazu zähle ich mich auch. Ich kriege Kopfschmerzen, ich kriege Atemnot, ich kriege Panikattacken, ich kriege Schweißausbrüche. Okay, es liegt auch vielleicht ein bisschen an meinem Alter, die Schweißausbrüche, aber es stresst mich einfach. Also bleibe ich zu Hause. Was natürlich kontraproduktiv ist für die Wirtschaft. Aber ich sehe ja, es sind immer mehr Menschen, die hier stehen. Die stehen nicht hier, weil sie wissen wollen, was dieses Virus ist. Die Menschen, die hier stehen, die sind aufgeklärt. Die wissen, was los ist. Mein Appell an euch ist, geht jeden Tag hin und versucht, einen Menschen mit Angst aufzuklären. Nehmt dem Menschen die Angst vor dieser Erkrankung. Gebt den Menschen eine Alternative, wie sie gesund bleiben. Frische Luft, gesundes Leben, Treffen mit Freunden, Spaß haben macht gesund und nicht krank. Und wer war das mit dem R-Wert? Ich finde, wir müssen den R-Wert mindestens auf 2 bringen. Wenn jeder jeden Tag 2 Menschen überzeugt, dass das alles hier eine Plandemie ist und keine Pandemie, dann werden wir immer mehr. Dann sind wir gleich so viele, dass keiner mehr uns was kann. So. Ich danke fürs Zuhören, das war mir wichtig. Danke, Joelle. So.